Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors. Im letzten Part haben wir den Tempel der Seelen geschafft. Ich habe ein bisschen durchgeguckt und geguckt, wo ich so Charaktere verbessern kann und alles. Denn wir gehen jetzt weiter, wieder zurück in die Ranele-Schlucht, wo wir hoffentlich das Böse aufhalten. Wie wir hier auch sehen, Licht wird bevorzugt und ja, da habe ich mir eigentlich überlegt, ich gucke noch mal gerade, ob ich noch ein paar Rubine habe. Benutzen wir doch mal Zelda. Mit Zelda habe ich noch gar nicht gespielt. Ja, ein paar Rubine, damit Zelda jetzt auf Level 24 ist. Weil ich habe doch Angst, wenn ich mit einem unterlevelten Charakter, mit dem ich nicht klarkomme, reingehe. Wobei Zelda hier schon eine recht starke Waffe hat. Die wollte ich eigentlich schon noch aufbauen, aber naja, ich hatte keine anderen. Link's rashness nearly cost him his life as shadowy doubles overwhelmed him. At the last moment, Link's ally salvaged a rescue from otherwise certain defeat. The Master Sword is a mighty weapon, but its true power can be used only by someone who understands the bonds of friendship. The Hyrulean army was rallying its strength, but Sia's forces still controlled much of their homeland. The only way to save Hyrule was to defeat Sia. The Hyrulean army headed to the Valley of Seers to force a decisive battle. But Sia did not sit idle, despite her overwhelming advantage. She found new ways to fortify her troops using her own life force. The cost to herself was irrelevant, so long as she crushed her enemies. The final battle between the armies of light and darkness was about to unfold. Die letzte Schlacht. So, da schauen wir mal. Wir haben hier natürlich das Schlachtfeld, Charaktere, kennen wir alles. Wir stürzen uns direkt in die Schlacht. Und die Ranele-Schlucht, die kennen wir ja schon. Das ist so ziemlich die erste Stage, die wir nochmal wiederholen. Aber die Musik natürlich ein bisschen epischer. Wir haben zwar das Tal der Seher erreicht, doch unsere Truppen sind zwischen Ost und West aufgeteilt. Die Essenz der Finsternis durchströmt mich. Wie soll mich die Armee Hyrules aufhalten? Okay, Zelda. Das war very nice, Zelda. Oh mein Gott, die sind alle gerade irgendwie verstärkt. Sie haben das Heiligtum erobert und ihre Macht versiegelt. Damit sind sie so stark. Darum sind sie so stark. Ja, was machen wir da? Wir müssen das Heiligtum der Göttin erlangen, um seine Macht wieder zu erlangen. Autsch. Das heißt am allerklügsten. Wenn dieser Krieg vorbei ist, wird Sia nur noch Geschichte sein. Zum Ruhme Hyrules. Ja, ich habe da gerade das Teil verpasst. Autsch. Ich sollte mir da was überlegen. Wie beispielsweise hier unter Umständen nicht mehr weiterkämpfen. Wäre so eine Überlegung, vor allem Zelda hat... Okay, das ist das Heiligtum. Spürst du die Macht im inneren Sturm? Das ist das Heiligtum der Göttin. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ich sollte mir was überlegen. Zum Heiligtum gehen und keine Ahnung, nicht mehr dort kämpfen, diese Truhe aufmachen. Oh ja, 5 Herzen kriegen wir auch noch mal ein Herz dazu. Oh ja, das ist gut. Ich kümmere mich um die Feinde, die auf uns zumaschinen. Du gehst zum Heiligtum. Jo, bin ich dabei. Kümmere dich mal bitte um den starken Desalphos, der da auf mich zumarschiert. Sie drängen uns zurück. Das ist nicht gut, aber oh mein Gott, Zelda spielt sich echt gut. Das einzige Problem ist, vor allem wenn man auf höheren Schwierigkeitsgraden spielt, die hat halt hier diese paar Angriffe, wo sie relativ geschwächt ist. Aber nicht geschwächt, wo sie quasi offenes Futter ist. Mal gucken, ob ich ihn hier jetzt irgendwie zum Schwachpunkt zeigen bringen kann. Ja, kann ich. Und, oh mein Gott, hier schöner Angriff, Zelda. Gut, dass wir den erledigt haben. Ihr denkt, ihr könntet mich besiegen? Ihr braucht wohl noch ein paar auf die gierigen Finger. Der Westruinenraum ist offen.
Die Truppen des Bösen rücken gegen Ruto vor. Wenn wir jetzt mal sagen, dass die... Oh nein, unsere Feinde haben es auf die Prinzessin Ruto abgesehen. So what? Sind die Feinde jetzt schwächer, dass ich das Teil da hinten erobern kann? Das Westheiligtum wurde erobert. Ich empfehle nun die Eroberung des Ostheiligtums. Oh, Bernie Dö. Und Abschluss mit dieser Combo. Die haben wir noch gar nicht richtig gesehen, oder? Doch, haben wir. Zelda, I love you. So, ich renne einfach mal hier komplett rüber und ignoriere die anderen Gegner. Denn wir müssen unsere Gegner hier schwächen. Denn solange sie da das Ostheiligtum haben, ist nicht gut. Haben wir eigentlich das letzte Mal die Fee benutzt? Ich weiß nicht, ob die Stage letztens nochmal auf schwer durchgespielt, also die ursprüngliche. Ist das hier das andere Heiligtum? Ich hoffe doch. Ja, das ist es. Mein Gott, wie schnell geht das, Zelda? Wo warst du? Wo warst du die letzten Male, wo ich die ganze Zeit immer Probleme hatte gegen Darkling? Okay, da warst du so, aber trotzdem, warum geht das bei ihr so schnell? Ja, ich meine, so ein Angriff. Ich meine, der macht schon verdammt viel Schaden, aber wenn dann so, wenn dann ein Offizier da rumsteht, der nicht gerade irgendwie mittendrin in der Angriffskombo ist, dann war es das auch mit dem Schaden. Weil der dann einfach mal diese Angriffskombo, wo sie einfach frei da ist. Also das ist echt sehr wichtig. Oh, oh, wie schnell macht sie das? Also da ist es wirklich sehr wichtig, dass man das sehr schnell zu Ende wird. Ich habe gerade irgendwie Mission belanglos gelesen. Autsch. Wovon habe ich Schaden genommen? Irgendwas macht Schaden. Das gefällt mir nicht. Irgendwas vom Weiten. Bist du das? Nicht den Mut verlieren. Ein weiteres. Es muss ein weiteres Heiligtum geben. Ja, super. Habt ihr, ich weiß nicht, Leben für mich? Ja, hier ein bisschen. Ja, ich will das letzte Herz da noch haben. Lana, wo ist das letzte Heiligtum? Du musst dich erinnern. Ja, los, Lana, bitte. Moment, es gab drei Heiligtümer. Ja, das ist es. Eins war im Süden. Ja, super. Überlass das mir. Überlass mir die Suche. Ich weiß wieder, wo ich es ungefähr, finde. Und ich habe immer noch verlernt zu lesen. Jedenfalls, wenn ich dabei noch die ganze Zeit Spiele und Kombos ablassen muss. Die Westwehrfestung steht kurz vor dem Fall. Die habe ich auch bloß geholt, damit die Gegner nicht so schnell das andere Heiligtum angreifen. Nicht aufregend genug, dann habe ich etwas Besonderes für euch. Uh-oh. Sie hat die Gegner stärker gemacht. Der Feind jagt Prinzessin Ruto mit aller Macht. Wir müssen ihr zu Hilfe eilen. Wo ist sie denn? Und Midna wird auch noch gejagt. Ich muss nun leider gehen. Na, toll. Mal gucken, ich ignoriere das Vieh einfach, bis es irgendwann genau das hier, nicht das macht, aber bis irgendwie Angriffe macht und dann kann ich ihn besiegen. Hoffe ich. Ach, Lana ist hier. Autsch. Au, warum schwamm ich da immer ins Feuer? Alter, ich muss ja schon bald den Trank nehmen, wenn das so weitergeht. Oh nein, da hinten ist ein, komm, bitte, volle Herzen. Na gut, 5. Wie geil der gerade in Zeitlupe da entlang springt. Klar, natürlich kriege ich Level ab, genau Sekunden, nachdem ich da die Herzen geholt habe. Wir haben das Westheiligtum in ihrer Gewalt. Verflucht soll es sein, erobern wir es zurück. Na super, ich dachte, das andere zählt gerade. Ich muss das wieder zurückerobern. Egal, dafür gehört das hier auch uns. Und ich persönlich würde behaupten, ich kann hier jetzt gerade relativ gut... Meine Elite-Truppen besitzen die ultimative Macht der Finsternis. Sterbt schon! Was sind eigentlich diese kleinen Punkte da unter Zelda? Ich hole mir erstmal das hier wieder zurück. Weil dann können wir nicht zum Westheiligtum weitergehen. Das wieder zurückerobern. Und von dort aus gehen wir danach direkt weiter... von dort aus... Müssen wir dann noch weiter warten, bis
Lana mal... Ah, Lana hat's gerade entdeckt. Danke. Oh, ist ja wenigstens mal zu etwas gut. Oh mein Gott, ich liebe diesen Angriff so sehr. Es wäre nur schöner, wenn ich da gerade an der richtigen Stelle irgendwie gestanden hätte. Bombs. Ich habe echt meinen neuen Lieblingscharakter gefunden. Bombe! Bombe! Bombe, ich höre mal lieber hier. Oh, das Gotula ist erschienen. Bams! Bombe! Autsch. Mir scheint, du bist ein wahrer Held von Hyrule. Autsch. Lass das. War echt. Warum sind die jetzt da wieder leer? Ha. Ich habe Link gerettet. Woo! Bevor ich auf das Südheiligtum gehe. Vergiss ja nicht, der Prinzessin zu danken, Link. Ja, Proxy sagt's. Proxy sagt's hier. Moment. Link kann sprechen. Jetzt ehrlich, Link kann sprechen. Ich glaube, ich hole mir noch hier diesen Vorposten, damit zu viele Gegner da auf mich einstürmen. Oder auf den einen Vorposten einstürmen. Das sollte dann schon einigermaßen helfen. Darunia hat das Teil hier uns schon geholt. Gut gemacht, Darunia. Ist ja doch mal ganz praktisch. Jetzt ist nur die Frage, wozu ist die Skulptur da? Ich fürchte, hier sieht es nicht gut für mich aus. Du bist noch über die Hälfte. Übertreib mal nicht. Irgendwo ist die Skulptula. Moment, ich höre da was. In die Richtung. Dammit. Komm ich da rüber? Ah, hier sind ganz schön viele Gegner, aber die halten noch aus. Die halten noch aus. So, hier rum. Hier rum, ich höre die Skulptula. Das Ostheiligtum droht zu fallen, das ist erst noch bei der Hälfte. Jetzt Skulptula geholt, jetzt kümmern wir uns um das Südheiligtum, das Lana gefunden hat. Denn in dem wunderschönen Südheiligtum, danach sind die alle relativ gut geschwächt und wir können, glaube ich, endlich mal zum Gegenangriff übergehen, anstatt die ganze Zeit zu verteidigen. Lana kämpft hier schon, ist schon relativ down. Also das Kämpfen müssen wir nochmal lernen, Lana. Mal gucken, treffe ich jetzt den einen noch mit? Den Lesalfos, der da ist? Eigentlich nicht. Egal, aber so treffe ich ihn auf jeden Fall nochmal mit. Bums! Jetzt hätte ich gerne noch ein Bombenpower, Bomben-Upgrade. Ich liebe das Bomben-Upgrade. Was ihr es vielleicht so im Laufe dieses Let's Plays bemerkt habt. Ich weiß nicht, habt ihr es vielleicht bemerkt oder auch nicht? Was? Ganz ehrlich, was sind diese Teile da drunter? Das muss ich mal irgendwie in Erfahrung bringen. Bei Zelda. Was sind die Teile da drunter? Ich glaube, das werde ich mal, wenn der nächste Part mal eben rendert, bevor ich den nächsten Part mache. Und ich hoffe gerade auch untertänig, dass es vernünftig aufnimmt. Ich habe mir gerade irgendwie Sorge, dass ich wieder diese Aufnahmeprobleme habe. Ach, wirklich? Hilfe, ich brauche Hilfe sofort. Ach, Ruto, you suck. Du bist mal gerade bei der Hälfte, ganz ehrlich. Selbst Lana ist gerade weiter down als du. Da sollst du mal nicht rummeckern. Die Wahrscheinlichkeit meines Ablehnens steigt signifikant. Oh, come on. Wenn ihr wirklich das nicht mal ansatzweise halten könnt, dann bin ich echt enttäuscht von euch, dass ich dann jedes Mal da hoch und runter rennen muss, in der Hoffnung, dass ihr es mal halten könnt. Dass wir mal gleichzeitig alle drei Stück haben. Ich komme mir gerade echt so vor wie, wie damals im WoW bei Capture, insgesamt bei diesen ganzen Capture the Point Sachen. So, Arati-Becken. Danke. Da waren ich auch die Leute, waren ich auch immer meine Kollegen. Unmöglich, haben es nie geschafft, mal irgendwas zu halten. Die Moral der Truppen sinkt. Yes. War doch bei Star Wars, The Old Republic. Die dunkle Macht ist geschwächt. Wir haben die Überhand in dieser Schlacht. Gut, das heißt, ich kann mir ein paar mehr Punkte einholen. Ihr habt alle drei Heiligtümer zurückerobert. Erstaunlich. Oh, was hat sie jetzt vor? Erlaube dir, mir dir eine Lektion zu erteilen. Was hast du vor? Sia? Was hast du vor? Sia?
hier? Das ist Wahnsinn! Ja, irgendwie schon. Muss ich ihr wirklich zustimmen. Aber ich glaube, das ist ihr irgendwie egal. Die Truppen des Bösen haben Verstärkung erhalten. Sia, das ist dein Werk, oder? Bist hier was drunter? Ja, ach verdammt, der hätte sogar alles voll gemacht. Da hinten höchste Gefahr. Fei benötigt Unterstützung. Ja, Fei ist auch schon langsam down. Ich glaube, wir müssen mal langsam losgehen und Zia angreifen, oder? Oh, die Quelle der Göttin ist offen. Ich werde jetzt trotzdem erstmal eben Fei retten. Uto, es ist soweit. Ich werde meine ganze Macht entfesseln. Komm an meine Seite. Die Stimme der großen Fee spricht zu mir. Ich muss zur Quelle der Göttin. Okay. Ich werde das Wächsteiligtum mal verteidigen. Alter, das geht bei ihr echt so schnell. Unterstützt den Vormarsch von Ruto. Da sollten eigentlich kaum Gegner sein. Warum gehen die Schwachpunktteile so schnell bei Zelda? Autsch. Ja. Direkt. Boom. Ich spiele jetzt echt nur noch Zelda. Die ist voll gut. Gut, haben wir hier noch einiges. Ruto ist auf dem Weg, die ist relativ sicher. Ich habe ja da sehr viele Stützpunkte und alles mir geholt. Das heißt, ich werde jetzt trotzdem nochmal da in die Richtung gehen, falls Ruto dann doch Probleme hat. Die Westwehrfestung sollte auch vielleicht bald fallen. Da sehen wir Ruto, Link und noch einen Lesalfos. Naja, den ich einfach mal komplett verfehle. Ja, super. Mach erstmal dein Tänzchen, Zelda, bevor du... Es wäre schön, wenn mich jemand retten käme. Okay, du bist relativ down. Ich muss Ruto aber helfen. Lana, hältst du noch etwas aus? Oh, diesmal hat es länger gedauert. Warum auch immer. Weil ich glaube, ich die ganze Zeit geschlagen wurde. Ruto, könntest du mal verdammt nochmal da reingehen? Ich muss Lana retten. Weißt du was? Lana ist erstmal wichtiger, weil ich glaube, wenn Lana... Ich guck mal kurz den Status. Ruto flieht. Ja. Egal. Ich muss Lana retten. Wenn Ruto zu blöd ist... Jetzt hat sie sie erreicht. Klar, jetzt ist es klar. Wenn ich in Richtung Lana gehe, dann bist du natürlich klug genug. Dieser Ort soll unsere Festung sein. Ja, soll ich jetzt noch irgendwas machen? Wir sollten außerdem versuchen, so viele Feinde wie möglich vom Platz der Quelle... vom Platz vor der Quelle zu locken. Dann besiegen wir alle Feinde dank der Macht des Magiekreises mit einem einzigen mächtigen Schlag. Ich gehe erstmal Lana retten. Ich bin irgendwie der Einzige, der sich dafür... der sich dafür interessiert, dass Lana überlebt. Habe ich so ziemlich das Gefühl. Ich glaube, ich nehme diesen Vorposten hier nochmal ein. Ich locke die Feinde vom Osten her an. Oder, oh, ich nehme auch noch den Punkt da vorne ein. Wir müssen die Feinde anlocken. Ich muss aber echt erstmal Lana retten. Ich lasse bla, sie dürfen den Magiekreis nicht finden. Ich kann auch die Feinde im Westen anlocken. Na, ja, mach mal. Lana! Lana geholfen. Locke den Dindorus. Wer the fuck ist der Dindorus? Wir werden angegriffen. So kommen wir nicht weiter. Ja, ich bin schon beim Verteidigen. Keine Sorge. Beschützt Darunia. Wo ist alles der denn jetzt schon wieder? Ganz ehrlich, ich wünschte wirklich, ich hoffe, Link ist irgendwie da vorne, weil Link ist auch schon lange am Fallen und ich bin gerade... Kommt davon, wenn ich gerade hier mal so auf die Lebensanzeigen meiner Kollegen gucke. Da ist Impa. Da ist Fei. Und... So ziemlich sollte ich mal... Achso, die heißen Dinodorus. Ich würde so Lisalfos nennen. Okay, ganz ehrlich, Link ist sehr down. Wo zur Hölle bist du? Link ist da... Okay, es ist nicht weit. Ich wollte gerade sagen, was machst du da unten?
Ich komme, Link, und rette dich. Weil du ja sonst nichts zustande kriegst. Schlechtester Held ever. Guck mal, wo schon die Prinzessin kommen und dich retten. Vergiss ja nicht, der Prinzessin zu danken, Link. Ach fuck, der hat meinen letzten Angriff da abgeblockt. Und bumm. So, jetzt muss ich auf jeden Fall da oben den Gegner darunter locken. Der da von der rechten Seite. Die Ostwehrfestung steht kurz davor zu fallen. Die Westruine steht kurz davor zu fallen. Ich muss die Feinde aber erstmal nach da hinten locken. Ich weiß nicht, der Punkt wäre ganz gut, wenn er uns gehört, ne? Ich finde es auch schade, dass man, wenn man verkackt, nicht einfach direkt den Schwierigkeitsgrad ändern kann. Das wäre natürlich noch viel besser, weil wenn ich da mal wieder verkacke, weil ich maßlos überfordert bin. Was ja bisher glücklicherweise noch nicht ganz so der Fall ist. Abgesehen davon, dass ich erstmal checken muss, was ich genau machen soll. Feinde herlocken. Keine Ahnung, ich werde hier erstmal Punkte noch ein paar einnehmen. Denn dann sollen die sich erstmal darum kümmern. Da komme ich nicht durch. Super. Das ist Volga, hi! Dreh ich wieder um. Kümmern wir uns nicht um Volga. Dachte ich, komm, nimm den Typen da oben, wo du dann so schlecht rankommst. Vielleicht komme ich von der unteren Seite ran? Wäre eine Idee. Vielleicht komme ich von unten ran, das sah auch so aus. Volga, soll ich dir meine Prise meiner Macht borgen? Geh. Oh, danke, jetzt kommt Volga. Ja. Komm, Volga, hi, Volga, 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 Volga. Hi, kommt alle her. Volga rückt gegen Ruto vor, perfekt. Genau das, was wir wollen. Was? Dieser Kerl, er strahlt seine Macht aus, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ruto, hier, die ist relativ down. Der Drachenritter ist gefährlich, wir müssen auf der Hut sein. Ja, ich muss dann, wenn Volga da hinkommt, heißt, muss ich am besten links und rechts holen. Die Heiligtümer sind hier jetzt erstmal wieder egal. Volga hat den Wirkungsbereich des Heiligtums betreten. Dann locke ich ihn mal jetzt hier hin. Kommst du? Brav. So, den locke ich jetzt vor die Quelle der Götter. Dann hätte ich gewusst, dass ich Volga einfach... Ja, dass ich Volga einfach losgehen könnte und ihn... Und dass er automatisch quasi hinkommt, weil er lieber auf Ruto einschlägt. Dann wäre das alles ein bisschen anders. Der Dinodorus hat Ruto entdeckt. Ja, das ist doch gut. Dann rückt gegen Ruto vor. Und dann hier noch der Frostnachtschwärmer. Darunia wurde unterstützt. Vielen Dank. Passt was gut bei mir. Ich erledige den auch gleich so. Oder brauche ich das Teil nicht? Okay, der rückt auch vor. Perfekt. Locke den, der ist sowieso gleich tot. Also, ich darf nicht verlieren. Wo ist... Autsch! Wo wir gerade dabei sind. Das sind so ziemlich alle hier vorne. Hallo. Ich geh schon mal rein. Das sind ziemlich alle Feinde rück gegen Ruto vor. Komm, da fehlt noch der Frostnachtschwärmer. Der ist doch auch da. Yes, kann ich jetzt... ich warte darauf, was das Spiel mir sagt. Verzeih, dass ich frage, doch ich brauche Hilfe. Achso, ich muss dann den Magiekreis auf jeden Fall aktivieren. Go! Mach was! Rette uns! Rette uns! Mächtige, halbnackte Fee! Go! Ups, ich hab grad... Ich hab grad meinen Mega-Amphor aus Plüsch geschlagen. Nein! Okay, da sind wir die ganzen Feen. Was habt ihr vor? Ein Triforce. Das Skyward Sword. Skyward Sword Triforce. Lässt auf alles hinabregnen. Wunderschön. Können wir das immer machen? 264 K.O. Die Truppen des Bösen wurden vor die Quelle gelockt. Impa ist am Sterben, wurde jetzt geheilt. Nutze den Magiekreis jetzt. Ich weiß nicht. Hast du schon mitgekriegt? Habe ich gerade. Okay, aktiviere den Magiekreis. Mission 8, so danke. Mission erfolgreich.
hat den Großteil der Truppen des Bösen getroffen. Und Volga sieht auch nicht mehr so gut aus. Die Moral der Truppen des Bösen sinkt. Ich habe Angst. Ich hasse diese Attacke von ihm. Ah, verdammt! Damn it! Ah, ich hasse Volga. Ich hasse ihn. Okay, neuer Versuch. Ich hätte weiter weggehen sollen. Jetzt muss ich sie schon wieder herlocken. Wo bin ich? Oh, ich bin da unten. Ich hasse Volga. Ups. So, komm her. Wir gehen jetzt erstmal nach rechts, werden den Nachtschwärmer anlocken. Dann gehe ich nach links und werde den Durodino anlocken. So, wir haben hier den Nachtschwärmer, der sollte jetzt Bock auf mich haben. Nein, Ruto, du kannst nicht die Feinde im Westen anlocken. Okay, heißt Dinodorus, nicht Duodino. Die Truppen des Bösen haben Darunia umzingelt. Toll. So, mal gucken. Also, den habe ich ein bisschen angegriffen. Der sollte mir hoffentlich folgen. Während ich jetzt mal auf die andere Seite gehe und den Durodino anlocke. Und dann müsste eigentlich auch langsam Volga auftauchen. Okay, ich glaube, ich locke zuerst den Durodino an, weil der... Hallo? Entschuldigung? Hi, Dinodorus. Der Dinodorus hat Zelda bemerkt und drückt vor. Yay! Okay, das ist schon mal ein guter Plan. Der wird uns ja, glaube ich, hoffentlich hier hin folgen. Das heißt, ich werde noch versuchen, den Nachtschwärmer hier hinzulocken, weil, wie gesagt, an sich... Der hat auch Ruto entdeckt, noch besser. An sich, liebe Leute, müsste... Ganz ehrlich, kann ich den nicht einfach töten? Ich glaube nicht. Der müsste uns eigentlich bemerkt haben. Ja, der hat Zelda bemerkt und drückt vor. Da müsste nämlich zu guter Letzt dann nur noch unser guter alter Freund Volga ankommen. Ja, genau hier. Der wird ja direkt loslaufen. Excuse me? Was greifst du mich hier einfach so an? Seriously? Die Skelette von heute sind auch nicht mehr ganz so nett. Da kann ich auch mal ganz kurz, während wir hier warten, dass alle mal ankommen, kann ich mal eine kleine nette Anekdote erzählen. War nämlich so, damals das erste Mal, ich spiele Zelda, hatte dann einen Spielstand, wo schon der Dekobaum geschafft war. Und da war es dann so, der Dinodorus wurde angelockt, der Nachtschwärmer müsste auch angelockt sein und Volga müsste auch gleich angelockt sein. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann schon, der Dekobaum war schon geschafft. Das heißt, ich konnte direkt rausgehen. Und ich hatte immer so einen Riesenschiss, wenn es dunkel wird. So, jetzt kann ich den Magiekreis aktivieren. Ich hatte so einen Riesenschiss, wenn es da dunkel wird, weil ja dann die Skelette plötzlich auftauchten. Boah, und ich habe es dann echt immer versucht, bis es hell wurde. Vom Wald bis es fast dunkel wurde, habe ich immer versucht, bis ins Hyrule-Schloss zu kommen. Oft mit mehr oder weniger wenigem Erfolg. Autsch. Hallo? Trank. Oh Gott, ich hasse dich. Warum stellst du dich so ungeschickt an? Bereit diesen julianischen Narren ein Ende. Ich weiß, ich lese gerade voll gut. Oh, ja, Ende ist nah. Ja, glaube ich auch langsam. Versuchen wir es nochmal. Ich habe so einen Schiss vor Volga.
Volga mit hat mit Hilfe dunkler einer hat mit Hilfe dunkel was? Was stand da? Alter, ich hab so ein Schiss vor Volga. Muss doch. Deine Kraft hast du einzig mit der dunklen Macht zu verdanken. Wie unwürdig. Ah, machst du dich etwa über mich lustig? Brutu versucht, Volga zu beeinflussen. Jetzt! Nein, ich war zu weit weg! Scheiße! Ah, ah, Hilfe, 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 Hilfe! Wach endlich auf und du schimpfst dich einen Krieger? Nein, nein, keine dunkle Macht kann ich beherrschen! Ja, mach weiter, Brutu, finde ich gut. Volga hat die dunkle Macht aufgegeben. Gut, jetzt muss ich nicht mehr ganz so viel Schiss vor ihr haben. Hoffe ich. Ich habe nämlich Riesenschiss vor Volga. Da! Der Kampf ist gleich vorüber. Ich zeige euch, wie wahre Krieger ihre Sache zu Ende setzen. Bla. Ich hab Schiss vor Volga. Geh weg. Yeah. Oh. Nein. Ah! Nein! Verdammt. Weg, weg. Ich muss irgendwie Leben aufsammeln. Ich mag Volga echt nicht mehr. Habt ihr Leben? Nein? Verdammt! Vielleicht irgendwo Magie. Magie, Magie, Magie wäre. Ich kann mich auch mit Magie an. Mit Leben und Magie. Ich kann mich mit Leben und Magie anfreunden. Kommt, kommt. Okay, hier ist ein bisschen Leben. Boomerang Power Upgrade. Ein bisschen Herzen. Spezialfähigkeiten. Ja, das passt schon. Ich muss nur die ganze Zeit das alles sammeln und dann nach und nach Volga runterzergen. Dispost, dispost. Ich hab so ein scheiß Schiss vor Volga. Weil der mich sowas von platt macht. Weil ich mit seinen ganzen Kombos überhaupt nicht klarkomme. Wer lacht da so blöd? Impa? Wenn ich ihn da mal in so eine Angriffskombo reinkriege, dann ist das ja echt super. Jetzt. Nein, er wehrt's ab. Verdammt. Ich habe Angst. Ich habe doppelt Angst. Moment, der wird diesmal eher auf einen anderen angreifen. Ah, nein, er wird mich angreifen. Haha, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Yes. Die, Volga. Die. Ja, er lebt nochmal hier so ein bisschen Schaden. Oh mein Gott, er ist fast down, er ist fast down. Nur nicht klein geben. In die Angriffskombo. Ich hab Volga besiegt. Yes! Fuck, es geht noch weiter. Okay, was ist das? Ich mag verloren haben, doch ich bereue nichts. Ganz ehrlich, was sind diese Kugeln? Was? Volga hat verloren. Dieser Nutz, diese nutzlose Blindschleiche. Der Eingang zur Pyramide ist offen. Gut. Truppen des Bösen greifen an. Und ich greife ebenso an. Wo wir hier ein bisschen mal einen Poe erledigen. Macht sie nieder, lasst keinen von ihnen am Leben. Ja, ich lasse auch keinen von euch am Leben. Abgesehen davon, dass die Hälfte eurer Armee untot ist. Zia, bitte, es reicht. Anscheinend ja nicht. Besiege Zia und bereite ihrem Treiben ein Ende. Okay. Jetzt ist nur noch Zia übrig. Hab keine Furcht, du schaffst es, denn hoffentlich ist Zia nicht so schrecklich zu besiegen wie ein gewisser Drachenritter. Lass das Kleinvieh meine Sorge sein. Zia wird es schon genug Kopfschmerzen bereiten. Okay, Impa. Wenn du dabei nicht fast verreckst. Noch, naja, du siehst noch relativ gut aus, aber. Mister, ich hab das Masterschwert und Mrs. Ich bin die andere Hälfte der des Oberbösewichtes. Sehen da nicht so gut aus, wie ich gerade so sehe.
Also die sind gerade schon relativ down. Das muss man einfach neidlos anerkennen, dass sie fast tot sind. Nicht, wo ich da verstehe, dass da irgendwo Neid drinne wäre. Aber naja. Okay. Da ist der Festungskommandant. Ich möchte das Teil hier nämlich echt noch haben, bevor wir dann gegen Zia antreten. Denn dann kann ich vielleicht noch ein bisschen Unterstützung rechnen und ich kann mich wenigstens zurückziehen. Das wäre dann schon mal ganz gut. Genau, hier hoch. Auf geht's zu Sia. Ich habe Schiss. Hi Sia. Hi Sia. Hi. Ich hätte auch so, finde ich, das Problem. Zu viele Details. Meiner Meinung nach. Das mit dem Stab ist aber verdammt cool. Die schwarze Zauberin, Sia. Okay, sie hat solche Fernkampfangriffe und weicht meiner Combo aus. Wenigstens ist hier hinten noch ein... Yes, einmal da so mitten rein, aber wenigstens sind hier keine anderen, die ihr helfen. Der Hyrule-Hauptmann hat den Dinodoros erledigt. Oh, super gemacht, Hyrule-Hauptmann. Ich muss mich jetzt erstmal um Zia kümmern. Die olle kleine Zia, die einfach mal hier so schön... Die Kombo mag ich echt. Die sieht verdammt cool aus. Und trifft Zia relativ gut. Okay. Nein. Oh gut, die bleiben nicht da. Oh mein Gott, ich hatte schon gerade Flashbacks zur letzten Mission. Erinnert euch. Autsch. Geh wieder zurück. Bums. Gut, hier ist schon relativ weit down und die Musik ist gerade einfach nur episch. Ich merke, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, denn ich spiele ja auch nicht auf leichtestem Schwierigkeitsgrad. Sondern auf höchsten. Da darf ich hier gar keine Chance zum Angriff lassen. Hi Link. Oh, scheiße. Oh scheiße, hoffentlich darf Link fallen. Ich hole mir erstmal hier hinten den Krug. Ah, war sogar mit Herzen voll. Shit. Sag mir bitte, dass Link nicht fallen darf. Ruto flieht, ach gut. Oh, ich habe schon gerade so Schiss gehabt, wenn da jetzt irgendwie... Niederlagenbedingung, Link wird besiegt. Shit. Oh. Ah, das hat wehgefahren. Dafür wirst du sterben. Ich habe irgendwie Angst vor den Links. Autsch, aber ich benutze mal Zeldas Magie. Ich bin mal gespannt, wie ihr Magieangriff aussieht. So, gucken wir mal. Bum, bum, bum. Zia nimmt hier schon ganz viel Schaden und autsch, die tut mir auch ganz schön weh. Und... was waren die Zia-Klone? Das hier ist aber eindeutig die echte Zia. Link? Was soll das? Was machst du hier? Autsch. Okay, die Zia-Klone mag ich schon mal gar nicht. So, nochmal hier so ein Angriff und das sollte es auch eigentlich langsam von ihr gewesen sein, ne? Ja. Fuck, die zählen auch als vollständige Zier? Müssen die verarschen? Bums! Fällt die nochmal da drauf! Bam! Autsch. Ja, da sehen wir, wenn wir nämlich einen zweiten Gegner haben, ist diese Combo nicht ganz so gut. Gut, eigentlich. Link wurde von Zier vertrieben. Werden das immer mehr? Ganz ehrlich, werden das immer mehr oder kommt das nur mir so vor? Und versuchen hier mal alle drei zu treffen. Ganz ehrlich, es werden immer mehr. Hätte ich mal meine Magie noch nicht so vorzeitig eingesetzt. Aber ich habe jetzt auch gerade nicht... irgendwie gedacht, dass wer... ich habe jetzt auch nicht gerade irgendwie so daran gedacht, dass da noch weitere kommen, ne? Genau zu sein habe ich ihn ja nicht mal bemerkt. Autsch!
Aua! Okay, fuck. Trank? Autsch! Ganz ehrlich, ich mag euch so gar nicht! Aua. Lasst all das. Lasst eure Sünden fallen oder so. Verdammt. Wenn ich wenigstens auch einen dieser starken Angriffe da auf sie loslassen könnte. Wie jetzt. Sogar auf beide. Bumm, auch wenn die eine natürlich nicht ganz so viel Schaden dadurch nimmt. Und ich kann hier den Angriff loslassen. Dann sind wir jetzt, glaube ich, eines hier weniger. Fast, aber ich kann hier noch wieder so einen Angriff loslassen. Boom! Die eine Sia ist fast down, das finde ich super. Wenn wir nämlich, je weniger Sias wir jetzt noch hier haben, umso mehr kann ich hier Schaden zufügen. Mal gucken, können wir gegen Sia eigentlich den Boomerang-Power-Up? Yo, boom! Oh, ich liebe. Ich finde das so cool, wie man dann den Majora's Mask Moon ruft. Was mich auch dazu bringt, es wird ja diese DLCs geben. Und die haben auf jeden Fall einen Pack angekündigt für also auf jeden Fall was mit Majora's Mask noch kommen. Mist! Okay, die andere ist gleich dran. Kann ich hier noch ein bisschen? Yes! Boom, die eine Seer ist auch schon fast down. Da kann man hier noch ein bisschen Schaden zufügen. Und dann haben wir es hoffentlich bald geschafft. Wenn jetzt nochmal 4 Seers kommen, dann mache ich das Spiel aus. Ich habe Schiss vor dem, was du da gerade vorhast. Also gehe ich weg. Wo ist die andere? Oh. Hi. Okay, dann nimmst du gar keinen Schaden. Ah! Hilfe. Gut, die haben wir erledigt. Ich renne erstmal weg und suche mir ein paar Herzen. Ich habe gerade Riesenschiss, dass ich jetzt noch verliere. Ich meine, das war schon jetzt ein richtig harter Kampf. Da habt ihr doch bestimmt Herzen drin, oder? Nein, aber Magie. Zu einem Fünftel. Oh, dammit. Okay, hier finde ich keine Herzen. Vielleicht auf der anderen Seite. Oh, da war eins. Das habe ich auch. Das habe ich ja nicht angegriffen. Genau. Ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe und ob ich es gesagt habe. Also habe ich auf jeden Fall absichtlich keins angegriffen. Und da liegen so noch Herzen. Da sehen wir es noch. Ob es hier immer noch da oben ist? Ja. Die wartet, bis ich mich wieder vorbereitet habe. Dummes hier. Ob ich da jetzt die Magie voll kriege? Nee, auch wieder nur zu einem Fünftel, verdammt. Aber ich krieg das noch voll. Okay, ja, das war's mit Zier. Wir können auch noch ein paar Bomben schmeißen, wenn wir wollen. Nicht, dass wir es unbedingt bräuchten. Wo kommen da hinten die Herzen her? Ich bin mir ziemlich sicher, die waren vorher nicht da. Ziemlich das Material und das Herz, wo ich nicht drankomme gerade. Oh, fuck! Nein, ich hab's gerade verpasst. Ich dachte gerade, ja, lass mal ihren Angriff machen, aber irgendwie... Was hast du jetzt vor? Jetzt mich Schiss. Ah, jetzt machst du wieder da deine Links. Einmal durchducken und... BOMBS! Und ich möchte mit dem... Oh, fuck, ich kann den normalen Zelda-Special nicht benutzen. Egal, dann geht's so down. Ich wollte es eigentlich mit diesem Pfeil und Bogen jetzt noch erledigen. Hat anscheinend nicht geklappt. Wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Oh, schöner über 40 Minuten Part. See ya! Aber haben wir es doch endlich geschafft. Haben wir es endlich geschafft und da fällt ihr blöder Hut. See ya! Wir sind uns gleich. Wir beide sehnen uns nach jemandem, mit dem wir nicht zusammen sein können. Kannst du deine Gefühle für immer verschlossen halten? Ich müsste irgendwie sexier sprechen. Ganz gleich, in welcher Zeit das Band zwischen ihnen ist stärker, als wir uns vorstellen können. Es zu brechen ist unmöglich. Haha. Du bist einfach zu brav. Wobei ich ja wirklich der Meinung bin, dass Link und Zelda nie wirklich eine romantische Beziehung haben, außer jetzt was in Skyward Sword. Ansonsten haben sie nicht wirklich eine. Das ist jetzt Sia. Sollten wir aufpassen. Was heißt jetzt, wenn Lana jetzt übel wird? Das könnte ja auch passieren. Ich meine, das könnte ja jetzt wirklich passieren, ne?
Der Rest liegt in eurer aller Hände. Und alle gehen wieder zurück. Guck mal da, Ruto lässt sich sogar tragen. Bitch. Bringen wir das Licht zurück nach Hyrule. Moment mal, wer war denn alles aus der... waren auch gerade zwei aus der Skyward Sword Zeit? Da war doch nur... Sich ist doch nur Fei und Girahim. Yay, wir schließen alles wieder. Ach, damit haben wir die Story abgeschlossen. Wie toll. Alles ist wieder normal, alle sind glücklich. Die Brücke ist weg. Keiner mochte sie. Ich mochte sie sowieso nicht. Und da haben wir jetzt wieder einen richtig schönen Wald. Alles wieder toll. Damit sollten die Dinge wieder so sein, wie sie einst waren. Und damit ist es für mich Zeit zu gehen. Lana, werden wir uns wiedersehen? Lebt wohl. Tja, das war's mit Lana. Und das Seelenportal ist geschlossen. Alle sind glücklich, nur Lana nicht, weil sie niemals mit Link zusammen sein kann. Wo kommt denn jetzt die Taube her? Ist das dieselbe Taube? Warum sollte sie da hingehen? Die Taube hat Angst vor Hafen. Tja, Link. Da wurdest du wohl verschmälert, ne? Musst jetzt abhauen aus dem Schloss. Kriegst keinen Kuchen. Wer hat da drüber gekotzt? Mal ganz ehrlich. Oh, das letzte Stück. Es ist doch noch nicht alles vorbei. Ganondorf ist noch da. Ganondorf ist vollständig. Ganz ehrlich, ich hätte auch gern so eine Lache drauf. Aber sowas von. Ich hätte auch gern so eine Lache wie Ganondorf drauf. Und oh mein Gott, gibt's da schöne Waffen. Vor allem mit sehr vielen Boni. Oh, wir haben Sias Stab erhalten. Bolgas Helm. Bla bla bla. Und wo gibt's noch einen Teil? Da gibt's noch einen Teil. Da sehen wir noch ein bisschen mehr von Lana. Und ab sofort kannst du als Ganondorf spielen. Yay! Das wusste ich natürlich schon und ich warte immer noch darauf. Ich habe es jetzt endlich im Nintendo Club registrieren können. Und ich warte immer noch darauf, dass Nintendo mir endlich meinen Code schickt. Und ich habe schon wieder mein Mega Amphoros umgeschmissen. Dass mir Nintendo meinen Code schickt für die alternativen Ganondorf-Kostüme. Und, ah, jetzt kriege ich das 8-Bit-Holzschwert. Ich habe mich schon gefragt, weil, das gibt's nicht seit dem Day-One-Patch. Gibt's dieses 8-Bit-Holzschwert. Also nicht seit dem Day-One-Patch, quasi für uns den Day-One-Patch. Seit dem Patch, der für Hyrule Warriors erst später in Japan rauskam, aber für uns dann natürlich schon Day-One da ist. Wäre irgendwie dämlich, die Patches dann irgendwie so lange zurückzuhalten, bis wir auch genauso lange gewartet haben wie die Japaner. Aber damit sind wir dann immer noch nicht durch den Legenden-Modus durch. Ich habe mir jetzt überlegt, den Abenteuer-Modus zeige ich euch nur und werde ihn dann nicht vollständig let's playen, weil das sind dann immer so mit kleinen Schwierigkeiten und so. Wie wir hier schon sehen, im nächsten Part werden wir als Ganondorf spielen dürfen. Da könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Damit verabschiede ich mich mal aus diesem wieder sehr langen Part. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ich habe Angst vor Volga und ja, drückt auf Gefällt mir, wenn ihr es noch nicht getan habt, denn damit unterstützt ihr den Kanal und Unterstützung ist einfach nur toll. Bis dann!